Du musst nicht vorbereitet sein. Ich muss es sein. Ja, der Kampf geht los. Ja, hi Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super... Na, Mario und Luigi Superstar Saga. Boah, es ist so schwer. Ja, das ist es. Ach ja. So, wir haben jetzt frisch gegessen und so, kleine Pause und so. Ja, wir machen Aufnahmemarathon und so. Du hast gewonnen und so. Ja. Yeah. Jetzt machst du Wirbelsprung. Und du hast nicht Start gedrückt. Du hast unten eine Box vergessen. Oh. Die hast du nicht vergessen. Die solltest du... Du solltest später nochmal runterfallen. Tja. Ach, guck mal, du hast unten eine Box vergessen. Muss ich hier runter? Ja. Wow. Was das wert? Ja, doch, ich habe nichts verloren. Ja, füll dich mal wieder auf. Wie viel hast du? Ah, ich habe echt noch genug. Ja, Brüderpunkte. Ja, die gehen auch noch. Mario kann noch zweimal und Luigi, ja, das geht. Ja, ich muss gleich meine Monster aufmachen. Na, ich würde sagen, so lange machen wir jetzt auch nicht mehr. Vor allem, weil sich sonst am Ende noch meine Schwester beschwert. Dass du hier noch laberst und nicht schlafen kann oder sowas, ja, genau. Oder? Und dann habe ich am Ende hier der Familie im Haus stehen. Ein Pitcher werde ich diesen Part wahrscheinlich nicht verwenden müssen. In große Diskussion werden wir in dem Part nicht. Obwohl doch. Doch, wenn du zu dieser einen gewissen Person kommst, werde ich den Pitcher kurz ran machen müssen. Hm. Kommt nämlich noch jemand, bei dem es das Skill beweisen muss. Ich hoffe, du hast Skill, oder? Ja. Sicher? Ja. Du hast Skill mit dem Wirbelsprung. Yeah, ich bin gut. Was höre ich ja nicht so? Im Erstangriff auch nichts. Du, wie viele Erstangriffe hattest du schon? Ein paar. Wenn der Hund mit dem Kopf durchdreht, greift der Luigi an. Wenn er ihn dreht, greift der Mario an. Nur so als Tipp. Okay. Ja. Bams. Gockt. Das ist Mario. Hast du gesehen? Hast du bemerkt? Yep. Hast gesehen. Zu einer Bounce-Punkte und weiter geht's. Das ist ein Hund, ist nichts. So, dieser Tornado ist ja auch ganz nett. Willst du uns erklären, wie er funktioniert? Warnung nur für Wirbelstürme, okay. Oder sowas. Ui. Was sollte das? Da ist nix. Doch ein Gegner. Mehrere Gegner. Voll daneben. Du bist Gegner so stick. Tja, Mario ist ausgelockt. Er hat keine Bro Points mehr. Hm. You're not a bro anymore. Got no respect. Yay, super. Was macht Mario da? Ja, Mario hat jetzt die Spezialattacke, von der ich geredet habe. Luigi kann jetzt mit seiner Brustattacke zwei Gegner gleichzeitig angreifen. Cool. Deshalb ist jeder Angriff aber auch schwächer. Echt? Mhm. Hören wir mal auf, ne? Luigis Brustkommando sieht jetzt nämlich so aus. Statt B drückst du zuallererst A. So machst du das Extra-Kommando. Du kannst natürlich auch in den Pussy-Modus wechseln, dann kriegst du ein Ausrufezeichen, wo du einen anderen Knopf drücken sollst. Also wie jetzt? Geh in den Pussy-Modus und sobald ein Ausrufezeichen klopft, drückst du den anderen Knopf, den du eigentlich drücken solltest. Was soll ich nehmen? Eins.
Ja, jetzt hast du das normale Aktionskommando gemacht. Ja, du meinst eins. Du hast gesagt, mach. Ich hab gesagt, wer das Ausrufezeichen hat, dessen Knopf drückst du. Mario hatte ein Ausrufezeichen, also hättest du jetzt A drücken müssen statt B. Ah, okay. Dann hättest du ein extra Kommando gemacht. Aber das von Luigi ist eigentlich relativ unnötig, das von Mario ist viel praktischer. Und ich glaube, man merkt, es ist etwas spät. Ja. Ja, macht man den Party auch nicht allzu lange. Nö. Würde ich auch mal sagen. Also wie jetzt? Sobald Mario das Ausrufezeichen hat, drückst du A. Ja, okay, Entschuldigung. Du hast bemerkt, aber. Das von Mario ist leichter. Sagen wir so, bei Mario drückst du A, A und A. Okay. Na gut, es ist etwas schwieriger. Wie gesagt, die von Luigi ist nutzlos. Luigi nippelt mir gerade ab. Sind jetzt eh nicht mehr genug Gegner da. Ja, Mario steigt auf. Yay, Level 6. Oh, wir haben mehr Level schon gesammelt als Parts. Hm. Sollen wir mal die HP erhöhen? Wäre gut. Drei. Drei! Tschüss. Da geht's nicht weiter, das ist eigentlich eine Falle, falls du es nicht schaffst, darüber zu kommen. Und trocknet, da müssen wir jetzt eine Möglichkeit finden, das wieder anzumachen. Ja, wahrscheinlich muss ich dafür hier rüber, ne? Nee, da kommst du rüber, wenn du das wieder anmachst. Ja, lass dich mal suchen, ich muss dir ja nicht alles vorkauen. Und ein Sirup. Der ist ausgekühlt. Der sieht richtig lustig aus, wenn der ausgekühlt ist. Der ist richtig behindert aus. Falsche Taste. Ja, speichern. Wo sind wir? Im Lachbergbrunnen. Da ist ein Item. Magic Mushrooms. Scheiße, Alter, mit dir sehe ich normalerweise gar nichts mehr auf. Ich merk's, du bist total down. Ich versuch die ganze Zeit irgendwie noch Commentary reinzubringen. Ja, mir geht's aber gerade nicht so gut, hab ich eben gesagt. Naja. Ja, bei 15 Minuten werden wir dann aufhören. Ist ein kürzerer Part, Leute. Ich meine, ich habe hier vor mir eine Pizza liegen, die ich gerade nicht mal essen kann. Na gut, ich komme mich schon ums Commentary. Was? Doch. Mit dir. Ist jetzt mein Let's Play, ich hab das jetzt übernommen. Oh, Gegner, los geht's. Na, gucken, was machen wir. Okay, wir machen den Sprung und wir machen Schaden und das habt ihr jetzt auch nicht bemerkt. Yeah, getötet. Niemand treffe ich mit beiden. Ach, willst du nicht mehr probieren mit der Brustattacke? Ja, guck mal auf meine BP. Du hast 4, das reicht. Ja. Verkackt. Aber du hast wenigstens einmal das Extra-Kommando hingekriegt. Und du kriegst ein Level up. Be proud. Was geben wir denn dem Luigi? Luigi. Bart. Bart Power. Und plus 2. Oh, damit kann man nicht leben. Hey. Und noch mehr Gegner. Und sogar mal ein erster Angriff. Ich
beim Hund ist richtig lustig, wenn du dadurch Konter den Gegner tötest, stirbt er erst, wenn der Kopf wieder dran ist. Dann fliegt er so zurück in dem Moment, wo der Kopf wieder andockt, stirbt das Ding. So als hätte der Kopf ihn getötet. Sieht ziemlich lustig aus. Okay. Sog es ein. Blah. Zeitverschwendung. Hm? Oh, mach du. Verschwende Zeit. Ich spring mal daneben, ey. Boah. Kannst du halt. Das kann ja Alex, daneben springen. Oh, ich bin da mal weggeschleust, den Klaus Günther. Ja, der Klaus Günther hier. Der macht was. Der Klaus Günther, der hat eine coole Stimme. Geht. Der Klaus Günther hat eine coole Stimme. Geht immer noch. Der Klaus Günther hat eine coole Stimme. Jetzt kann man den Klaus Günther glücklicherweise nicht mehr hören. Klaus Günther. Ja, fick dich, Klaus Günther. Klaus Günther hat einen scheiß Job gemacht. Yeah, keiner hat sich gefreut. Aber es ist Klaus Günther gewesen. Jeder merkt Klaus Günther. Wieso tötest du ihn jetzt mit der Postattacke? Weil ich's kann. Weil du es nicht hinkriegst. Okay, also hier bin ich falsch. That's right. War auch gut von dir, die Gegner vorher zu töten. Die hätten Mario nämlich kotzen lassen und dann. Ja, was er wäge. Das ist natürlich doof, ne? Da kannst du zurückrennen. But now you got respect. From the hood. Genau. You got respect from the hood. And not from the game. Was ist das für ein Block? Alter, mach doch was Wichtiges. Wie das Wasser an. Genau. So, und wenn du ganz gut bist, kannst du jetzt mit einer Wirbelattacke das Item holen. Ja, was wert, oder? Ich weiß nicht, vielleicht ist auf der Plattform hinten ein unsichtbarer Block, da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ja, es gibt unsichtbare Blöcke in dem Spiel. Ja, doch nicht. Unnötige Plattform. Vielleicht, wenn man denkt, man könnte so cool sein. Wie lange nehmen wir schon auf? 13 Minuten. Aber wenn du willst, kannst du das aktivieren und oben speichern gehen. Ja, mach ich jetzt auch. Ich speichere mit Save States. Ja, du hast den Speicherblock links. Du musst halt nur noch mal hier wirbeln, dann bist du da. So, du hast Speicherblock. Okay. Dann ist das vielleicht ein etwas kürzerer Part. Ja, aber besser ein etwas kürzerer Part als einer, der zu lange ist und nicht unterhaltsam ist. Ja, okay, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dann und ciao. Haut rein.